Servus Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge LS15 Multiplayer Let's Play auf der Schönebeck Map. Wir sind wieder im Duett, dabei ist der Steffen. Servus. Ja, ich habe mal Wiss fertig gemäht. Scheiß Arbeit, kann ich euch sagen. Riesefeld, riese Wiss. Jetzt geht's ans Schwarte. Aber dann müssen wir uns erst noch kaufen, gehen am Händler. Er meint der mittlerste, ne? Ja, was? Vier was? Kreise. Vier Kreise. Ja, das andere hat sechs, ne? Oder acht? Sechs, glaube ich. Das könnten, müssen wir vielleicht mal gucken, was der Unterschied, wie groß der Unterschied ist von der. Geht doch dabei, wie mäht er das aus? Ja, und preismäßig, vielleicht nehmen wir dann eine ganz große. Der kostet ungefähr das Doppelte. Also, der Tor hatte 12,50 Meter Breite und der andere 19 Meter. Oh, ich glaube, das ist der mittlere. War das eben Huste? Ja, halber. Das ist niedlich, AG jetzt. Ah, gut. Den Erwartebeise. Ja, ja. Ich beiß alles außer Warte. So. Fahren wir mal über Wald und Wiese, über die Feldwege zum Händler. Wie man sieht, Steffen immer noch fleißig auf Feld 12 unterwegs. Hat schon, bevor wir angefangen haben mit der Aufnahme, hat er schon gesagt, er fräst schon auf Feld Nummer 6 zur Gruppe. Ja. Hab schon das Seekrolle. Ja, ja. Aber Feld 6 ist jetzt fertig gegrubbert. Muss hier noch Ork selber raus. Genauso scheiße Arbeit. Mal gucken, vielleicht nehmen wir uns auch noch ein bisschen größere Sämaschinen mit drin. Für das Feld. Wie groß willst du noch machen? 9 Meter. Jetzt, hast was haben die? Jetzt hast du 6, ne? Nehmen wir den 9er. Gut, wir haben ja 9er in der Standard dabei, glaube ich. Oder was ja. So, die groß, wo man hat die Horsche, wie die heißt, ne? Ja. So. Beim Händler auch kommen. Schön. Ich würde sagen, wir gehen uns Dingen. Schwade. Denn immer. Das ist genau der, wo vorhin bei mir vor der Decke gestanden hat, ne? Jetzt hast du eine Computer. Jetzt hab ich eine. Wie geht's? Oh, bist du dabei aus dem Empfang irgendwie bist du oder weit weg vom Rechner? Ja. Ja. Krieg ich direkt. Jetzt habe ich schon nämlich nur vor der DR stehe, jetzt habe ich noch im Rechner, noch im Computer. Geht sowas. Einfach mal in der Rechner gekloppt. Ja. Drüber gefahren und drin war er. Können wir mal gucken. Schwebt schon so ein bisschen. Ich wär schnurstracks in die Häuser gefahren, hätte mit dem Uhr hergeholt. Ja. Bist du Sico Control? Ja. So, lass mal schnell schwarte.
Naja, ich habe mit Christian vorhin schon nur so ein bisschen drüber gesprochen gehabt, wenn wir mit der Map da wo rauskommen ist, mit der Stappenbache, wie der heißt. Dass man da vielleicht mal hingehen kann. Aber nur eventuell. Man macht vielleicht mal so Community-Projekte oder so. Aber da brauchen wir da erstmal noch die Zeit. Und Zeit ist Geld. Und das haben wir nicht. So. Dann wollen wir mal. Du musst hier schwarten. Guck schon das Video noch an, oder? Wie, was, wo, wie? Also das von der Stappenbach. Nee, Junge, ne. Moment, du, ich gerade aussehe. Das ruckelt so arisch auf dem BMW-Truck. Okay. WLAN hab ich auch nicht. Frage, wo der hinbauen. Jo, genau. Hast ja GPS drauf. So große Felder ist es wichtig, ein Multimedia-System drin zu haben. Ja. Was machen wir mit dem ganzen Zeug, ey? Machen wir aber nicht alles zu ballen. Kann man hier einen BGA fahren? Ja. Überhaupt? Weil du hast ja, ich will nicht wissen, wie viel Quad der Ballo da rauskommt, ja. Das sind ein paar. Sonst, wenn du keinen Bock mehr hast aufs Ansehen, geh doch hin und lass den Helfer weiterfahren. Das ist ein bisschen problematisch. Okay. Weil, das geht nicht gescheit, weil die Feldbegrenzung so kacke verarbeitet ist. Weil der fährt dann überall dort rum, wo er nicht rumfahren soll. Okay. Anders steht, ich sag, kannst du dich direkt in den Draht schmeißen mit der Presse, weißt du? So, ich bin klar fertig. Jo. Das Hasch können wir vielleicht auch mal hingehen können, wo
Klein bisschen für euch vorspulen für andere Lichtverhältnisse, sag ich auf der Karte. So gräulich da alles her, da krieg ich eine richtige Depri-Stimmung. Brauchen Sonnenschein. Ja, heißer Wetter. Richtig. Schön Wetter, Bauer. Nicht unbedingt die Schäfer der Fußballer, sondern die Schäfer der Bauern. Kein Plan mehr daheim. Richtig. Nichts gemacht. Fertig. Daheim geblieben. Wenn die Maschine dreckig. PlayStation aber. PS4 und ein bisschen Division gezockt. Ich hätte jetzt gesagt LS. Da machen wir uns Hebe de. Ja, oder so, ja. Gucken wir mal, was wir machen mit dem Baum. Da steht ein Baum. Verdammt. Der Baum. Mein Freund, der Baum. Irgendwie immer so kleiner Fetzerei, das gibt's ja nicht. Ja, mal gucken, vielleicht können wir uns irgendwann mal demnächst mal ein paar Key ausschaffen oder so. Haben wir ja jetzt Stroh, haben wir genug. Gras haben wir dann. Und die BGA ein bisschen Silage haben wir ja dann. Oder man macht Silageballe. Noch da oder ist der Rechner wieder abgeschissen? Mein Rechner läuft wie Uhr weg. Gehst du zu manch anderen Leuten? Ja.
Seitdem das 10er drauf ist, läuft der ewig über. Da ist recht. Letzter Rotz. Wir hätten das alles beim Bude XP lassen sollen. Das war noch ein Programm. Na gut, normalerweise sage ich mal ganz ehrlich, der die ganze Programme halt aufmachen, weißt du? Wie meinst jetzt, was ich auf dem Rechner oder was? Mit dem 10er? Ja. Oh. Schöner Rotz. Problem ist, manche Programme nicht so kriegt. Und ich die Installationsexe gar nicht mehr. So, schön, der Baum drumherum geschwadert. Schön. So, dann haben wir jetzt für heute genug geschwadert, wie ich sah. Dann war's das für die Folge. Und dann wünsche ich für alle Mütter, falls jemand zuguckt, eine schöne Mutter da. Noch weiter hier. Und ansonsten freue ich mich, dass wir eine Woche dabei waren. Bis dahin, rinhaue. Tschüss. Tschüss.